Schönen guten Morgen. Heute wollen wir mit den Straßenbahnen der Düsseldorfer Rheinbahn auf die linke Rheinseite fahren. Wir wollen uns auf die Spurensuche begeben der Rheinbahngeschichte und einige interessante Stellen besuchen. Wir werden mit der U76 von hier aus bis nach Krefeld fahren. Es ist die Stammlinie der Rheinbahn, die erste Straßenbahn, die die Rheinbahn betrieben hat. Die Rheinbahn wurde 1896 gegründet. Die Gründungsväter der Rheinbahn hatten eine fantastische Idee. Zum einen die Oberkassler Rheinbrücke, die schon 2 Jahre später hier stand. Und es war Europas erste elektrische Schnellbahn, die Linie A, wie sie genannt wurde, später K, heute ist es die U76. Als die Rheinbahn die Oberkasseler Brücke 1898 in Betrieb nahm, sah sie ganz anders aus als heute. Markant waren 2 riesige Brückenportale, die an beiden Seiten der Brücke standen. Die Brückentore hatte auch ihren Sinn, denn dort wohnte der Brückenwärter, der Maut von den Fußgängern, die über die Brücke wollten, verlangte. Wir müssen uns Mitte des 19. Jahrhunderts vorstellen, dass hier in Düsseldorf die Wirtschaft boomte. Die Stadt wuchs innerhalb von nur 30 Jahren um das Dreifache. Das lag an ihrer bevorzugten Lage als Wirtschaftsstandort. So ergab sich zwangsläufig, dass die Stadt sich ausweiten musste. Und dazu gehörten auch die damals noch ländlichen Gebiete auf der linken Rheinseite hier in Oberkassel. Wir sehen im Hintergrund den alten Oberkasseler Bahnhof. Hier endete zu Zeiten der Rheinbahngründung die Eisenbahnstrecke der Düsseldorf-Aachener Eisenbahn. Von hier konnte man innerhalb von 2,5 Stunden nach Aachen fahren. Der Versuch dieser Eisenbahngesellschaft, hier auch einen Anschluss an das Eisenbahnnetz in Düsseldorf zu bekommen, schlug allerdings fehl. Und als dann auch die Rheinbahn 1898 mit ihrer supermodernen Straßenbahn hier auch eine Verbindung vom Welsenplatz nach Düsseldorf schaffte, verlor er gänzlich seine Bedeutung. Das sind nun die Wurzeln der Rheinbahn in Oberkassel. Dieses ist die erste Zentrale der Rheinbahn, die hier in Oberkassel an der Hansaallee gebaut worden ist. Das Verwaltungsgebäude, hier befand sich früher die erste Wagenhalle, die Gleisanlagen, die Abstellanlagen, ein Anschluss zur Eisenbahn, denn die Rheinbahn beförderte damals über die Straßenbahnlinie A auch eine große Anzahl von Gütern. Seit 1969 besteht hier wieder die Hauptverwaltung der Rheinbahn. Sie ist damit wieder auf ihr ursprüngliches Grundstück an der Hansaallee 1 zurückgekehrt. Das ist nun aktuell die Hauptverwaltung auf dem Grundstück Hansaallee 1. Von hier werden die Geschicke der Rheinbahn das Geschäft heute zentral gesteuert. Einen wunderschönen Tag. Dankeschön. Bitte. Wir können heute in einem von 4 Bistrowagen eine sehr entspannte Fahrt genießen. Die Rheinbahn besitzt auf dieser Strecke 4 speziell als Bistrowagen ausgerüstete Stadtbahnwagen. Dieser Bistrobetrieb hat auch seine Tradition. Die Rheinbahn war, wie wir schon bei der Geschichte zur Gründung gesehen haben, ein stets innovatives Unternehmen. Und dazu gehört auch, dass 1924 der Gedanke aufkam, auf dieser Fernlinie einen Speisewagenbetrieb einzurichten. Und davor wurden spezielle Beiwagen als Restaurationswagen, wie man sie damals nannte, beschafft. Und seitdem konnte man eben Kaffee, Kuchen und auch einfache Speisen in diesem Wagen auf der Fahrt nach Krefeld genießen. Vielen Dank und gute Fahrt noch. Ja, wir sind in Krefeld im Stadtzentrum an der Haltestelle Rheinstraße angekommen. Ich glaube, die Fahrt war interessant und ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen.
Ich muss jetzt aber sehen, dass ich mit der nächsten U76 wieder zurück nach Düsseldorf komme.